Hey Leute, also Hanu hier und willkommen zu einem neuen Video. Pokémon ist dieses Jahr ja 25 Jahre alt geworden und ich dachte, es wird mal wieder Zeit, ein bisschen zurück zu den Anfängen zu gehen. Und in diesem Video gucken wir uns die schrecklichsten Pokémon-Sprites der ersten Generation an, und zwar aus Pokémon Rot und Blau. Am Ende vom Video spielen wir sogar ein kleines Spiel, das kennt ihr bestimmt aus der Pokémon-Anime-Serie, wo man immer so einen Schatten von einem Pokémon sieht und man muss erraten, welches Pokémon das ist. In der Regel ist es relativ simpel in der Serie. Wir machen es heute ein bisschen schwerer. Und zwar, ich werde euch keine Schatten zeigen, sondern ich werde euch die Rückansicht der Pokémon aus der ersten Generation zeigen. Und ihr dürft raten, welches Pokémon das ist. Das erste Pokémon kam schon mal in ein oder zwei meiner Videos vor und es ist tatsächlich ja so eins meiner Hass-Pokémon. Und ich habe schon mal in meinem Video, warum ich Zubat wirklich hasse, erzählt, warum ich Zubat wirklich hasse. Und dieses Sprite war mit ein Grund dafür, und zwar ist das Golbat. Golbat sieht einfach so unfassbar strange aus. Das ist... Man muss sich vorstellen, man freut sich darauf, dieses Zubat zu entwickeln und dann wird das da draus. Und dieses Golbat ist mit ein Grund, abgesehen von der ganzen Spawnrate von Zubat, warum ich Zubat wirklich hasse. Und ich finde, noch schlechter konnte man dieses Sprite von Golbat nicht machen. Mit ein bisschen Fantasie kann man das nächste Pokémon erkennen, und zwar ist das Nidorina. Nidorina ist die Vorentwicklung von Nidoqueen und die zweite Entwicklungsstufe von Nido ran weiblich. Es sieht aber einfach aus wie ein Schwein. Und zwar wirklich wie ein Schwein. Es hat wirklich eine richtige Schweinenase. Und ich bin froh, dass Game Freak nicht an dieser Form von Nidorina festgehalten hat. Was das genau... Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es wirklich nicht beschreiben, weil auch in den offiziellen Artworks der Pokémon-Spiele sah das nie so aus. Es kam mir ja das Begleitbuch mit den Pokémon-Spielen raus. Und selbst da sah das Nidorina nicht so aus. Und der Unterschied zwischen den finalen Pokémon, wie sie dann gezeichnet wurden oder auch in der Serie aufgetaucht sind und zwischen dem, was im Spiel war, war schon extrem. Und ich finde, das fällt vor allen Dingen bei so Pokémon wie Nidorina extrem auf, weil das sich eigentlich im kompletten Design geändert hat. Man erkennt es noch so ein bisschen einfach von, ne, weil es nicht so viele Pokémon gab in der ersten Generation. Man kann es ungefähr einordnen, was soll es darstellen, mit ein bisschen um die Ecke denken. Aber es sieht halt absolut nicht mehr so aus, wie es heute aussieht. Beim nächsten Pokémon konnte ich mich gar nicht entscheiden, welche Entwicklungsstufe ich schlimmer finde. Und zwar geht es um die Entwicklungsstufe von Duflor und Giflor. Die sehen beide einfach so abgrundtief seltsam und strange aus, als wären sie tot. Das ist... Also mir fällt da gar nicht ein, wie ich das genau beschreiben soll. Es hat wirklich absolut gar nichts, wirklich rein gar nichts mit dem Aussehen von Duflor und Giflor zu tun. Und... Man kann sich nicht entscheiden, welches der beiden Pokémon man einfach schrecklicher findet. Sie sehen halt beide echt aus, als wären sie irgendwie von einem Dämon besessen und hätten die letzten Tage schon hinter sich. Und ja, also guckt es euch an, was soll man dazu sagen? Es ist einfach abgrundtief schrecklich. Und auch da fehlt mir wieder jegliche Logik, warum das so in die Spiele einprogrammiert worden ist. Weil es macht einfach keinen Sinn, weil die Artworks der Pokémon sehen ganz, ganz anders aus. Und die gab es dann mit dem entsprechenden Lösungsbuch. Da waren die ganzen Artworks drin und die sahen halt entsprechend anders aus. Ob das Artwork jetzt wirklich viel, viel später designt wurde und man dann nicht mehr im Spiel irgendwas ändern wollte oder konnte, kann ich euch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein immenser Unterschied. Und zum Glück sieht dieses Pokémon oder diese zwei Pokémon heute auch nicht mehr so aus wie damals. Ein weiteres schreckliches Pokémon, was an sich jetzt nicht schrecklich designt ist, ist Smogon. Und zwar, ich weiß nicht, ob es euch so auf den ersten Blick auffällt, aber an diesem Smogon stimmt irgendwas nicht. Schaut es euch mal eine Sekunde an und überlegt mal, was könnte bei diesem Smogon nicht stimmen. Ich lasse euch mal eine Sekunde. Also, wer jetzt drauf gekommen ist, Smogon hat seine Tätowierung, dieses Symbol, was für giftig stehen soll, nicht unter seinem Körper, sondern auf der Stirn. Und das hatte es in der kompletten ersten Generation. Es ist anscheinend beim Programmieren irgendwem ein Fehler unterlaufen und er hat dieses Sprite komplett falsch rum designt und Smogon hat dann die Tätowierung mitten auf die Stirn gekriegt. Und das ist so, wenn man das rückblickend sieht, ist das sehr, sehr witzig. Aber als Kind hat mich das auch schon verwirrt, weil man hat Smogon natürlich auch sehr, sehr oft in der Anime-Serie gesehen. Durch Jesse und James.
Und dann spielt man das im Spiel und denkt sich irgendwie so automatisch, irgendwas ist da falsch, aber man kommt nicht so ganz drauf, bis man irgendwann merkt, Moment, warum hat das diese Symbole über dem Kopf, also über den Augen, anstatt unterhalb vom Körper? Und das ist auch, Gott sei Dank haben sie das in der zweiten Gen schnell gefixt. Und ich bin auch der Meinung, in Pokémon Gelb war es schon gefixt. Aber es ist trotzdem so ein, wenn man die Spiele nochmal spielt, so ein Moment, wo man denkt, irgendwas ist hier falsch in der Matrix. Das letzte Pokémon fand ich als Kind wirklich immer sehr, sehr gruselig. Und zwar ist das ein Pokémon, was ihr zuletzt quasi im Pokémon-Spiel fangen könnt, nachdem ihr die Top 4 besiegt habt und Champ geworden seid und Professor euch endlich weiß, wie sein Enkel heißt, habt ihr die erforderlichen Voraussetzungen, um in die Azuria-Höhle zu gehen. Und dort könnt ihr dann, wenn ihr das unglaublich schwierige Rätsel löst, ne, mit dem Wegen, könnt ihr Mewtwo fangen. Damals war man ganz scharf auf Mewtwo, man kannte Mewtwo dann je nachdem schon aus der Serie oder aus dem Kinofilm. Und dann fängt man Mewtwo in diesem Spiel und sieht dieses Ding hier. Und ja, Mewtwo war in der ersten Generation ja tatsächlich, es sollte auch ein bisschen mehr verdeutlichen, dass daran genetisch experimentiert wurde. Und Mewtwo war ja auch original nicht der Klon von Mew, sondern eigentlich hat Mew ein Kind geboren und daran wurde experimentiert, um es stärker zu machen. Und ich glaube, das soll dieses Sprite verdeutlichen. Und es war einfach so abgrundtief gruselig als Kind, wenn du dann in dieser Höhle bist und auf einmal taucht dieses Vieh auf. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe es auch nie geschafft, Mewtwo in einem anderen Ball zu fangen als dem Meisterball. Ich weiß, es soll gehen, aber ich habe es wirklich nie geschafft. Und ich weiß dann auch, der ein oder andere ist dann auch verzweifelt am Mewtwo, weil er Mewtwo einfach nicht gefangen gekriegt hat. Auf der anderen Seite konnte man vielleicht froh sein, dass einem dieses Monster erspart geblieben ist. Ich finde es ganz schön, dass Mewtwo dann irgendwann so eine Schönheitskur bekommen hat und etwas anders aussah. Aber ich zeige euch jetzt mal das Sprite aus Pokémon Gelb, denn da hat man es etwas übertrieben. Denn ich finde, da hat Mewtwo schon mehr Ähnlichkeit mit dem Mewtwo von heute. Aber ich finde, es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Superman, der aus der Telefonzelle springt und die Welt retten will. Diese Pose ist irgendwie auch so komplett falsch und so der komplette Kontrast zu dem, wie Mewtwo dann in der ersten, also in den ersten Spielen aussah in Rot und Blau. Da sah es dann noch so genmutiert aus und in der Pokémon-gelben Edition sah es dann aus, als würde es die Welt retten wollen und gleich mit dem Cape durch die Lüfte fliegen. Bevor wir jetzt die Runde spielen, welches Pokémon ist das? Habt ihr noch Pokémon-Sprites aus der ersten Generation, die ihr abgrundtief hässlich findet? Lasst doch einfach mal einen Kommentar da. Und jetzt geht's weiter mit welches Pokémon ist das? Und zwar dürft ihr raten, welches Pokémon es ist. Ich blende euch das Pokémon immer ein. Lasst euch ein paar Sekunden Zeit und ihr dürft raten, was es ist. Vielleicht gebe ich euch zwischenzeitlich noch den einen oder anderen Hinweis. Und ich bin gespannt, wer von euch wirklich rausbekommen hat, welches Pokémon das ist. Und würde mich auch echt freuen, wenn ihr entsprechend und ehrlich vor allen Dingen auch in den Kommentaren antwortet, wie viel Pokémon ihr raten konntet. Und damit wieder genug der langen Worte, fangen wir an. Das erste Pokémon ist tatsächlich ein Pokémon, was relativ früh in Pokémon Rot und Blau auftaucht. Und ich lasse euch einen Moment, um dieses Pokémon ein bisschen zu genießen und ein bisschen drüber nachzudenken. Und ich habe die Vermutung, was der ein oder andere von euch jetzt vielleicht denken mag, was das sein könnte. Aber es passt nicht ganz zu dem Tipp damit, dass es relativ früh in Pokémon Rot und Blau auftaucht. Ich lasse euch jetzt noch ein bisschen, einen kleinen Moment Zeit, das Pokémon ein bisschen zu verinnerlichen. Und dann gebe ich euch einen weiteren Tipp. Dieses Pokémon hat keine Füße. Hat jetzt der ein oder andere rausgefunden, was es ist? Falls nicht, ist nicht schlimm. Ich persönlich hätte es auch nicht rausgefunden, wenn ich es nicht gesehen hätte. Und ich hätte es auch tatsächlich nicht rausgefunden oder gewusst, wenn ich es jetzt so gesehen hätte. Es wäre mir nicht mehr eingefallen. Und zwar ist das Rattan. Das ist die Rückansicht von Rattan, weil in Pokémon Rot und Blau und anderen Spielen hatte man ja nur die Vorderansicht und wenn man es in den Kampf geschickt hat, die Rückansicht. Und so sah Rattan aus, wenn man mit Rattan im Pokémon-Kampf gekämpft hat. Jetzt ist vielleicht dem einen oder anderen klar, warum man mittlerweile ganz froh ist, wie die Grafik aussieht, denn wer wäre bei diesem Pokémon auf Rattan gekommen? Ich im ersten Moment habe gedacht, okay, es ist Mewtwo, aber nein, es ist tatsächlich Rattan. Weiter geht's direkt mit Pokémon Nummer 2 und Pokémon Nummer 2 hatten wir quasi schon mal im ersten Teil von diesem Video. Ich lasse euch mal wieder einen kleinen Moment, um zu raten, welches Pokémon das sein könnte. Und ich bin gespannt, was ihr da für Vermutungen habt und was ihr denkt, was es sein könnte. Und ich glaube, es ist nicht ganz so schwer wie das Rattern vorhin, aber es ist trotzdem schon schwer zu erraten.
Kleiner Tipp, es ist verwandt mit dem Schweinenasen-Pokémon von eben. Und zwar ist das Nidoran weiblich. Das ist die Rückansicht von Nidoran weiblich in Pokémon Rot und Blau. Wer hätte es ahnen können? Also es hat wirklich auch gar nichts mit Nidoran zu tun. Mit viel, viel Fantasie kann man so ein bisschen die Ohren erkennen, aber auch mehr da nicht. Dieses Pokémon lasse ich einfach mal ganz kommentarlos auf euch wirken und ihr dürft mir sagen, was ihr denkt, was das für ein Pokémon ist. Denn ihr seht, man weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Wenn ich jetzt ansatzweise was beschreiben würde, würde man relativ schnell drauf kommen. Aber so auf dem ersten Blick sagt man, das ist doch kein Pokémon, das ist doch irgendwie Unkraut. Und mit Unkraut geht es einigermaßen in die Richtung des Pokémon. Und zwar ist dieses Unkraut nichts anderes als die Rückansicht von Bisaflor. Bisaflor ist dieses majestätische Pflanzen-Pokémon der ersten Generation mit dieser gigantischen Blüte auf dem Rücken, die verschiedene Blätter hat und so ein bisschen an eine Palme erinnert. Und das ist die Palme anscheinend. Mit viel, viel Fantasie erkenne ich darin einen Kohlkopf. Aber es ist die Rückansicht von Bisaflor. Das letzte Pokémon ist, glaube ich, nicht schwer zu erkennen, aber es musste einfach mit in dieses Spiel, weil es meiner Meinung nach einfach so unfassbar schrecklich aussieht. Und ich glaube, es hätte auch nie jemand von euch gedacht, dass ich mal sage, dass das schrecklich ist. Und zwar blende ich es euch mal ein und der ein oder andere wird es wahrscheinlich direkt erkennen. Aber ich finde, es ist auch einfach so schrecklich gehalten. Es hat was mit meinem Lieblings-Pokémon zu tun. Das beste Pokémon des Universums. Und zwar ist das Glutexo. Und ich weiß noch, als Kind, ich habe wirklich Glutexo gehasst. Ja, ich sage es, als Kind habe ich Glutexo gehasst. Ich habe Glumanda und Glurak schon immer geliebt. Aber Glutexo habe ich gehasst. Weil du hattest es dann geschafft, dein Glumanda zu entwickeln. Und hattest dieses wunderschöne Glutexo vor Augen, was Ash in der Anime-Serie dann hatte. Und was bekommt man dann? Dieses Ding hier. Was sehr seltsam aussieht. Und ich habe es wirklich gehasst und war dann sehr froh, als mein Glutexo sich dann endlich zu Glurak entwickelt hat. Und ja, ich habe als Kind Glutexo gehasst, weil es einfach so aussah. Und wie gesagt, es war nicht sonderlich schwer, aber ich wollte es einfach mit einbauen, damit es nicht immer nur heißt, Alzano sagt, Glurak ist toll, sondern damit er auch mal hört, Alzano fand Glutexo auch mal eine Zeit lang richtig schlecht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt noch ein paar Sachen über die Welt der Pokémon gelernt und gelernt, dass die Grafik von heute vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, wie man immer sagt, sondern man sich dann einfach mal ein bisschen zurückerinnern muss, wie denn da mal so ein Glutexo oder ein Mewtwo aussah. Wenn ihr über die Welt der Pokémon auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst doch einfach mal ein Abo da. Bis dahin wie immer viel Erfolg bei der Jagd und bis zum nächsten Mal.